Heißt das, dass das dann immer so ein kompletter LKW oder so eine LKW-Kolonne da ankommt? Oder wird das tatsächlich erst mal später zusammengezählt? Ich meine, gefühlt tauchen die da doch ständig auf. Das ist der Markt, ne? Farmers Market. Ja. Aber es war tatsächlich schon mal mehr hier. Mehr Einnahme. Crazy. Ich könnte die Smoothies halt direkt von hier wegschicken lassen zu Contracts. Das wäre wahrscheinlich sehr sinnvoll. Und dann kann ich hier das wieder rausnehmen und das later verkaufen. Da. Nein. 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 Da. Zack. Leder for Hörkorn, Commercial. Zack. Machen wir lieber das. Ne, dass man hier so ein bisschen Wege sparen kann. Das wäre sehr schön. Ja, aber Öl, Olivenöl, ne? Ich weiß ja nicht. 26 Oliven. Ich meine, ich kann die verkaufen. Ich kann die verkaufen an Commercials. Die wollen das tatsächlich haben. Aber, warte mal, hier? Nee. Hä? Hell? Was ist hier los? Achso, das ist Rezepte, okay. An welchen verkaufe ich das denn jetzt gerade mal? Warte mal, halt mal. Ist das hier? Nein. Das ist Lagerhaus. Ist auch nicht. Hey, Moment. Moment. Farmers Market in Neuwilten. Habe ich da... Achso, das ist noch in meinem Gebiet drin, oder was? Nee, das ist hier auch ein anderes Gebiet. Habe ich da nochmal tatsächlich nochmal... Habe ich da nochmal Knete rausgehauen? Oder ist das hier, das hängt hier alles zusammen? Nee. Achso, nee, warte mal. Ach, verkaufen kann ich überall hin, oder wie? Network und Depots, Build Capabilities. Also ich kann... ich kann hier verkaufen. Da brauche ich keine Lizenz zum Verkaufen, aber ich kann dann nirgendwo was bauen, okay. Ah, das ergibt natürlich Sinn. Also vielleicht. Wobei ich vermutet hätte, dass wir uns quasi die Handelsmöglichkeiten auch erstmal einkaufen müssten. Hätte ich mal vermutet. Aber anscheinend nicht. Das heißt aber, dass ich auch hier direkt das nicht ins Lager werfe, sondern... und zwar Commercial nicht. Hä? Warum ist es jetzt hier weg? Dann muss er ins Lager. Klar. Ich bin irritiert. Aber von hier geht das ja. Das... Warte mal. Wenn ich das wegmache, ja. Das... Hä? Warum ist es jetzt weg? Hä? Warte mal. Jetzt fahren sie... Warum ging das eben? Sehr interessant. Warum ging das eben? Ist doch nicht richtig... Also, warte mal. Wir können uns das doch kaufen. Klar, hier, komm, gib her den Quatsch. Klar, logisch. Geht das jetzt? Kann ich das jetzt direkt verhökern? Ich bin kurz irritiert, ne? Lass mir kurz einen Moment. Warehouse Commercial. Oder wollen sie jetzt einfach nichts mehr? Haben sie jetzt keinen Bock mehr auf mich, oder was? Oliven wollen sie... Ach, sind das die jetzt... Warte mal. Habe ich da Oliven direkt hingeschickt? Ich habe doch... Habe ich da die Oliven hingeschickt? Okay, dann habe ich da Oliven hingeschickt. Okay, dann brauche ich im Moment kein Zeug. Okay. Okay, interessant. Ich war kurz verwirrt. Sehr gut. Läuft. Was machen die hier eigentlich? Die hauen direkt raus, ne? An die anderen hier. An den Hardware-Store, genau. Ich muss mal gucken, inwiefern ich Öl verarbeiten kann, vielleicht. Vielleicht gibt es Sinn. Was hier? Glassworks und Smelter. Okay. Schön, dass man Gebäude kaufen kann. Für ein bisschen teuer, aber man kann es.
Das heißt aber auch, dass man die dann gar nicht erst erforschen braucht, ne? Anscheinend. Ist natürlich nicht ganz unschlau. 1,13 Millionen, okay. Das gefällt mir. Das ist doch schon mal schön. Okay. Ich muss trotzdem weiter investieren hier, ne? Hätte ich jetzt mal gesagt. Oh, die Stadt erweitert sich gerade. Das ist ja nett, dass sie wächst. Das sah zumindest kurz so aus. Jeder Vertrag aus dem Vertrag hat 26 von 30. Wie sieht es hier aus? Da haben sie noch genügend Äpfel drin. Okay. Haben sie ja noch genug Äpfel? 13 Stück haben sie. Fantastisch. Hier sind auch noch so zwei Units drin. Dann sollten die auch noch raus, ne? Vielleicht. Wholesaler. Na, doch, klar. Dann sollten die auch raus. Muss ich das hier nochmal wegnehmen. Und zwar das hier an den Contract. So. Ist halt tatsächlich ganz cool, macht hier die Auswahl von den ganzen. Ne, dass es nach Kategorien zusammengefasst ist und auch, dass man das, was entweder was dicht dran ist, halt als erstes ist oder das, was dann, ne, dass man da seine Verträge da getrennt aufgedröselt hat. 3,6 Millionen habe ich. Wahnsinn, 1,3. Sehr gut. Wie ist denn eigentlich mit dem, wie viele Schulden habe ich eigentlich noch? Wie sieht es denn damit aus? Payoff, ich bräuchte 12,75 Millionen. Okay. Na gut. ich könnte jetzt sparen, ne? Aber. Will ich das? Investieren ist doch eigentlich die Devise. Sparen kann ich, wenn ich alt bin. Na, wobei, wahrscheinlich sollte man das andersrum machen. Sparen sollte man für wenn man alt wird. 1,8 Millionen aus dem Vertrag. Wow, okay. Ey, das waren nur 30 Packungen Smoothie, ja? Das müssen sehr teure Äpfel gewesen sein. Okay. Automatik. Das kann aber auch aus hier, der Schmusi. Wobei, ja, wir können den Schmusi ein bisschen laufen lassen, ne? Ist der voll hier? Ne, doch. Der ist voll mit seinem. Das Wasser ist voll. Wow, okay. Dann machen wir das vorübergehend mal aus, oder? Solange sie noch Wasser haben, klar. Zack. Aus den Krams. Aus die Maus. Die haben noch ganz viel Getreide. Das heißt, ich kann noch mehr hier machen. Ne? Noch mehr. Was soll man die haben wollen? Schweine? Ich meine, die anderen Schweine. Die wollen immer noch was Zeug haben. Wir können auch noch mehr Hühnchen machen. Das geht auch. Oder Zucker sind sie auch noch immer scharf drauf. Aber Tiere, ne? Tiere wollen sie haben. Das ist schon tierisch zu bemerken. Livestock Farm. Was wohl passiert, wenn wir den das direkt in die Stadt bauen? Ob die da plötzlich das ganze Gegacker von den Hühnern nicht mehr hören können? Dass die sich denken, ja, was ist denn da schon wieder hier ein Kegelclub unterwegs? So ein vieles Rumgegacker hier. Das geht doch mal gar nicht. Kann ja sein. So. Da fehlen Felder, zage die Bums. Ich sollte hier zwischen Platz lassen. Ich sollte hier sehr viel Platz lassen sogar. Ah, okay, also schön ist schon mal nicht. Ja, schön ist schon mal nicht. Machen wir hier noch mehr Kühe. Okay, da kann ich halt nicht mal ansatzweise hin. Okay, alles klar. Das war jetzt etwas ungünstig gebaut hier. Ungünstig platziert. Bisschen sehr ungünstig. Okay. Ja, das war ein bisschen blöd. Nennen wir es blöd, Miss. Dann muss das. Ach hier, das muss mal verschoben werden. Kann man das verschieben? Einfach. Nö, ne? Ich habe das für. Refund 300.000? Wie, warte mal, was kostet das? 300.000, okay. Ah, okay, warte mal. Ich habe noch nicht. Ich bin die ganze Zeit pausiert, ne? Sehr gut. Geht es auch direkt? 650.000? Achso, die beiden. Okay, zusammen, genau. Das ist gut, weil ich pausiert habe, ist quasi das jetzt noch im Planungsmodus. Dadurch kann ich das jetzt noch einfach so zurückmachen hier. Okay. Dadurch bekomme ich halt alles zurück an Geld. Das ist natürlich nice. Das ist ja praktisch. Okay, fantastisch. Kühe. Nee, Hühner.
Hühner sind die besseren Kühe. Und hier mache ich dann das andere. Hier mache ich dann Kühe. Weil Kühe sind die besseren Hühner. Ist ja wohl logisch. Zack. Also der merkt sich das, was man zuletzt anscheinend gebaut hat oder gemacht hat. Was ja auch nicht verkehrt ist, ne? Huch. Das war T wie Forschung. Ich habe T gedrückt wie Forschung. Kennt man ja. Das T ist halt nur stumm. Ah, es ist teuer, so eine Farm hier. Ist enorm. Gut, dafür hat man entsprechend auch viel, was man an Gewinn haben kann, ne? Aber auch hier kann ich dann sagen, okay, nicht in Warenhäuser das Ganze, sondern genauso verhökern wie vorher auch. Ist zwar ein bisschen billig jetzt, ne? Aber billig funktioniert er trotzdem. Billig ja, ist ja nicht automatisch schlecht. Die Eier sind halt die Frage, ne? Eier wollen sie immer noch nicht so ganz haben, ne? Ne. Kann ich irgendwohin meine Eier verkaufen? Ha. State. Von daher ergibt halt Hühnchen halt eigentlich null Sinn. Machen wir Kühe. Machen wir Kühe, da bin ich flexibel. Machen wir das. Zack, zack. Wahrscheinlich sollten wir da mal was von aufbewahren. Falls man das mal weiterverarbeiten wollte. Aber das kann ich dann ja machen, wenn wir das verarbeiten wollen. So, schön. Zack. Ich hoffe, das passt. Gameplay Alert. Achso. Das haben wir fertig gemacht, genau. Ah, die Verträge werden uns quasi angeboten, oder wie ist das? Die werden uns einfach entgegengeschustert. Da können wir nicht aktiv irgendwie nach herumlungern. 921.000. Warum ist das weniger geworden? Es war vorher so gut. Das Wasser wird auch erkennbar weniger hier. Warenhaus 3. Hat 74 Hühnchen? Warte mal. Habe ich das vergessen, die zu verkaufen oder was? What? Moment. Die Eier werden anstatt verkauft und das Zeug nicht oder was? Warte mal, halt mal. Hier, kein Wunder. Kein Wunder, dass das schief geht. Oh. Production Alert. Sorry, das ist voll. Ja, kein Wunder, wenn die das nicht verkaufen. Meine Güte. Eieiex. Oh. Da kann ich dann auch nichts für und gegen tun. Da sollte ich doch mal was raushauen hier. Gut, dass ich nachgeschaut habe. Heißt aber auch, dass ich das direkt von der Hühnerfarm direkt dahin verkaufen könnte und sollte, ne? Hier kommen. Eier gehen ans Warenhaus, hier ans Lager oder auch direkt an den Start. Aber machen wir das Warenhaus mal hier. Das nächstgelegene. Und das geht direkt an die Commercials. So. Das heißt, wir brauchen quasi kein Lagerhaus mehr. Ich verkaufe das alles direkt. Wer braucht schon Lagerhäuser? Ha. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt, was für einen finanziellen Schub das jetzt gibt. Wenn die da einfach mal so, ja, so 74 Hähnchen verkaufen, ne? Oder verkaufen konnten vielleicht. Haben sie ja anscheinend gerade schon erfolgreich gemacht. $1,33 Millionen, okay. Na, siehst du mal. Ist doch ein Anfang. Das Gemüse wird erforscht. Das gekochte Gemüse, es dauert halt eine gewisse Weile, ne? Relocate Headquarter. Ja, habe ich nichts von. Nicht wirklich. Ich kann mehr forschen. Machen wir mal Forschung. Klar. Forschung ist das 1,2 Millionen. Also das ist A und O. Und auch andere Laute. Andere Vokale. Ne, das ist E, I und U, dass die nicht zu kurz kommen. 5,8 Millionen. Fantastisch. Es läuft. Es läuft einen Marathon. Wie sieht es hier aus? Das Wechselzeug auf dem Feld, okay. Schön, dass die Kohl und Möhren im Wechsel wachsen. Die Möhren aber etwa die Größe von so einem ausgewachsenen Traktor haben. Fantastisch. Und der Kohl, in dieses Silo passt ungefähr 4 Kohlköpfe rein. Das finde ich lustig. Was ist das hier? Kartoffeln? Das sind Kartoffeln, ne? Genau. Na, ja. Ich meine, sieht mit sehr viel Fantasie sieht's wie Kartoffelpflanzen aus. Da muss man schon ein paar Augen zudrücken.
Aber einige. Die Stadt wird immer größer, ne? Ist schön. Das ist halt ganz cool, dass die Stadt tatsächlich auch mitwächst. Prospering. Wholesaler, ja. Ich kann. Das sieht für mich aus wie Dynamit, aber es ist Kupferkabel. Kupferdraht. Kupfer. Ist das Schokolade? Nee, Wooden Planks. Na, sieht fast wie Schokolade aus, wie so eine Tafel. Hm, aber interessant, wir können mehr Zeug kaufen. Wir können mehr Zeug kaufen als vorher. Fantastisch. Okay, ich habe jetzt ziemlich viel vorgespult, ne? Dadurch habe ich jetzt fast 7 Millionen. Aber ich habe noch immer Schulden hier, das ist das Blöde. Ich weiß nicht, ob die sich immer dann nochmal weiter aufschaukeln hier. 12 Millionen muss ich halt noch blechen hier, von daher. An sich würde ich ja gerne wieder investieren. In die Zukunft, aber ist die Frage, wie gut das ist. Wie wunderbar das dann alles funktioniert hier. Wie sieht es aus mit den ganzen Lagereinheiten? Das ist okay. Ich könnte mal gucken, was ich denn noch bedienen kann hier. Inwiefern ich hier noch was machen kann. Und zwar. Die wollen Kohle haben, ne? Die wollen aber auch vor allem. Die wollen halt Öl haben. Huh. Wollte ich noch mehr Öl machen oder was? Ich meine, ich kann noch mehr Öl machen, klar. Öli-Öl. Offshore Oil Drill. Das sollte schon in der Nähe des Lagers sein, ne? Bekomme ich noch 3 Stück hin anscheinend. Ach nee, ich, ist zu weit weg, oder was? Das ist zu weit weg, Mist. Ah, verdammt. Da oben ganz. Fixe Upper, was? Achso. Ja, könnte ich machen, ne? Ist die Frage, inwiefern sich das lohnt. Events are incidents that happen during the game. Some will help you, blue, while others will hinder you, red. Orange ones have a bit of both. Ja, was denn jetzt passiert jetzt genau? Achso, orange. A wave of buildings has come up for a sale at a great price. Logistic costs minus 50%, all buildings cost minus 50%. Oh, oh, oh. Oh. Au, oh, die Preise sind alle billiger. Sehr gut. Au, oh, jetzt muss ich investieren. Ich habe gut, gut, dass ich Geld habe. Klar, gib mir den Quatsch. Wobei das Öl, wenn ich da was baue, das. Also überzeugend finde ich es nicht, ne? Einfach mal falsch rumprobiert. Es könnte halt gerade so funktionieren. Ach komm. Na, da passen nur 2 hin. Mist. Ah, Mann. Kann ich jetzt keinen Weg da wegbauen oder was? Klar. Das wird nur nicht schön. Ich könnte eine Brücke bauen. Vielleicht könnte ich meine Brücke bauen oder einen Tunnel. Muss ich hier forschen? Och, nö, ne? Was ist das für ein olles Geraffel hier, dass ich Brücken erforschen muss? Aber sind wir mal nicht pingelig, dann baue ich halt keine. So, Bums. Das ist ein ganz blöder Weg jetzt hier. Ist total gut. Okay. Verkaufen an, Commercial, klar, Bums, zack, passt. Das nächstgelegene halt. Das gefällt mir nicht. Okay, dann noch andere Sachen hier. Und zwar, Warenhaus, na, vielleicht. Food Manufacturing. Ich meine, ich muss die ja nicht anhaben letztendlich, ne? Ich kann ja auch einfach so hier hin spammen. Die verbrauchen ja, wenn sie nichts herstellen, die stellen die ganze Zeit noch Smoothies her, Mist. Wenn sie nichts herstellen, verbrauchen sie auch nichts, ne? An Knete, das ist aus. Building Upkeep. Na gut, dieses. Okay, das habe ich trotzdem noch als Kosten, ja. Okay, dann. Dann sollte ich ja nicht zu viele von haben. Mist. Na gut. Livestock Farm. Apples, Grapes und Oranges. Kropffarm. Will ich. Na. Kroppen wir nochmal so ein bisschen was von uns hin. Ich meine, ich muss ja jetzt auch nicht auf Teufel komm raus was kaufen, ne? Welche Gebäude kaufen, aber es bietet sich halt an. Kropffarm.
Es bietet sich halt an. Und zwar Veggies und Potatoes. Haben wir noch eine Crop Farm? Achso, Mist. Sollte mal ein bisschen im größeren Stil hier. Endlich mal. Endlich mal handwerken und fuhrwerken. Meinetwegen nochmal Wheat. Und Plantation vielleicht noch für mehr Kartoffeln. Schön, dass das von der Breite her zumindest alles hintereinander passt. Das ist schon mal gut. Ah ne, das ist Sugarcane. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Warte mal, die haben wir hier. Da haben wir Kartoffeln. Okay. Okay, do. Water. Wasser. Vielleicht ein bisschen mehr Wasser noch. Wasser. Wenn wir schon dabei sind, ne? Wir haben ja gerade mal Geld hier zum Ausgeben. Ich könnte aber auch mehr Grundrohstoffe haben hier. Das wäre auch nicht verkehrt. Wasser ist vor. Also ich sehe bei den Siphons bisher keinen Nachteil. Ich wüsste nicht, warum ich die nicht bauen sollte, beziehungsweise der, also, sag mal so, in dem Moment, wo man kein Wasser irgendwo zur Verfügung hat, da kann man dann sicherlich auch die anderen Teile bauen. Die Brunnen. Aber solange es so geht, machen wir das so, ne? Solange gesifft wird, machen wir das. So.